bist Schatzsucher mit. Ich bin ein Schatzsucher. Meine Beute ist ein Sieg gegen dich. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht. Was hast denn du in deinem Bronze? Okay. Ja, Bronzel ist gar nicht so blöd eigentlich, weil wir können tatsächlich kein Feuer-Pokémon leider. Das ist ein Regen hier oben. Hier ist es ein bisschen schwierig. Das ist jetzt sogar frisst. Okay, dann ist es ganz schwierig. Ich weiß damals, dass das erste Mal wieder habe ich von Pampyro ja angefangen, oder Panflam angefangen, und habe dann immer versucht, mit Feuerattacken rauszugehen. So. Die Masse muss ich knallen. Du hast noch ein Schild da. Gut, dann geht es weiter mit einem weiteren Turmkick. Das war aber 90% Wahrscheinlichkeit. Aber das Viech hat robust, Alter. Und das war mir fast klar, dass das Viech. Das Viech hat nur ein KP. Wir haben nur ein KP, der wird mir jetzt relativ zügig. Gott, der Römerk ist besiegt. Ich kann mich gewinnen. Das ist einfach eine Nummer zu groß. Ich hab. So. Muss mal hier oben. Dann nehmen wir hier noch einen Honig drauf. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. So, bevor ich diese Route jetzt weiter angehe, machen wir hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Strahlen. Und dann geht's weiter mit Route 215. Bis dahin und tschüss. So, liebe Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlen Diamant. Wir machen heute weiter. Runde 215 ist das nächste, den ersten haben wir schon besiegt, diesen Ruinen Maniac. Und dann geht's weiter jetzt gleich mit dieser Joggerin hier. Vorher finden wir natürlich noch ein Äther. Diese Joggerin hat gesagt, nö, ich möchte nicht kämpfen. Also geht's weiter. Dann mit einem Kämpfer. Gegenschuss eigentlich ja, um gleiches mit gleichem zu vergelten. Doch bitte den Pokémon-Kampf nicht den wirklichen nehmen. Sonst würde man sich ja laufend schrecken und bekämpfen. Weil jetzt TM66. Ja, TM66 ist hier eben der Gegenstoß. Also dieser Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Ich wollte alle nicht kämpfen. Also wir geraten, die zwei wollen auch nicht kämpfen. So, jetzt der Schneider setzt sich mal ein. Doch, Gott sei Dank, ich muss zu kämpfen, Mann. Du magst es, ich wäre ein Gewiss. Das habe ich noch vorgetäuscht. Hey, ja! Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir die nächste Arena machen können. Noch ein, zwei Folgen. So, und du hast das gleiche Pokémon, was wir auch haben. Wieder meditieren. Mal gucken, welches jetzt stärker sein könnte, oder was? Guck mal, wie Level du hast. Level 23. Level 28. Das sollte eigentlich für unser Medizin kein Problem sein. Ich gehe erstmal mit Zwiestahl drauf, das packt. Und kriegt die Verwirrung. Vielleicht reicht es doch mit zwei Attacken, wenn er sich jetzt verwirrt. Nee, du hast keine Kraftfälle. Ist mal nicht effektiv. So, noch einen drauf. Also, du bist nicht mehr verwirrt. Und jetzt ein scheiß Scanner ein. Ernsthaft? Ich hasse diese Attacke. Genau wie Schutzschild. Das zögert es einfach nur unnötig raus. Da reicht auch eine zweite. So, Macholo ist kein Problem für unsere Medizin. So. Da ist noch eins. Okay, jetzt gehe ich auf ein anderes Pokémon. Jetzt gehe ich mal auf Kramorx. Mit deinen Psycho-Attacken schon mal nichts mehr zu melden und die Kampfattacken sollten wir nicht mehr. So, gehen wir mal auf. Ich hätte ja auf eine Flugattacke gehen können. Gehen wir mal auf Flügelschlag. Ah, Kramos wird wahrscheinlich die nächste Arena zu. Im Wechsel eine Medizin bekommen. Ah.
Naja, gut, dann haben wir schon mal 17. Diesen Kämpfer, ich möchte hier gerne mal Schwarzgurte ist. Kurz das Item noch mitnehmen. Eine Fausttafel, okay. Ich glaube, das könnte wieder für Arzeus sein. Arceus, wie auch immer. Oh, der nächste wird dann nicht. Bewundere, wie sauber die Technik meines Kampf-Pokémon sind. So, was haben wir denn als Gegner? Glibunkel. Glibunkel war eine lange Überlegung, ob ich das ins Team nehmen soll. Ich hab drauf gelassen, den mal auszuprobieren. Wenn ich seine Weite nehme, ist das Quack. Aber wir werden es ein bisschen anders sparen. Ich weiß nicht, außer das Glibunkel? Okay. Und hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass du jetzt da nur so ein. Okay, ja, ist gut. So, was haben wir hier als wildes Pokémon zur Peise? Na Gott, dann gehen wir mal auf die Südstrahl. Ich bin jetzt extrem voll. Ah, zur also Peise ich. Aua. So, dann mal gucken mit Don. Don kann leider noch keine Kampf. Keine Defense-Attacke. Das sollte hoffentlich jetzt bald passieren. Das ist eine Möglichkeit. So, kein Scheinpolitur, da bin ich ermischt. Das heißt, ich gehe auf Kopf. Guck mal, ich muss nur vom Typ Käfer. Ich gehe vom Flug, sondern Käfer. Nein, hör auf dann mit dem Mist. Ich bin zwar kurz vorm Ende, aber ich gehe nochmal auf den Mist. Das war eine unnötige Kacke, weißt du? Weil jetzt tatsächlich doch mal noch zwei nochmal angreifen durfte und sitzt tatsächlich. Dann sitzt du auf dem scheiß Gesang, weißt du? Oh Mann. So, dann spielen wir das mal. So, wenn du es unbedingt meinst. Auch weg, das Ding. Oh, Kamux Level 29. Ja, wie gesagt, das hat sich gelohnt. Von den Erfahrungspunkten her lohnt sich sowas manchmal. Pokémon mitzunehmen. Ich brauche dringend eine Gesteinsattacke. Eine Kapsel Mega Block. Gut, dann haben wir die Hibernie unten. Der Pirsifbern. Und zwei Mordbären. Na gut, nehmen wir mit. Okay, hier ist noch ein Trainer, also der Weg bringt jetzt auch nicht viel, die Abkürzung. So, hier ist noch ein Schwarzgurt, der gute Marek, der möchte mit einem Glibunkel gegen uns antreten.
leider nichts gegen deine Effektives gegen diese Pokémon. Aber wie gesagt, es kommt alles noch. Wenn wir dann irgendwann unsere ersten Gesteinsattacken haben. So, dann nehmen wir erstmal gucken, wann wir nach Hause gehen können. Gut, dann probieren wir mal weiter mit Flügelschlag. Ach, jetzt wird mich auch mit dem Scheiß verwirren. Ey. Ist viel. Wirklich, du wirkst dann hier wieder auf den Flügel zurück. Hm. 20. 10 haben wir noch. Da man entwickelt sich, guckt er dann zu Ramaidon. Ja, wie gesagt, das hat sich schon gelohnt, dass wir da in Schuss waren vor 5 Folgen. Deswegen habe ich es mittlerweile schon. Wenn wir jetzt um die Folge. Ich gehe jetzt auf Tarnsteine. Dann wechsle ich jetzt auf Medizin. Das war. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich es irgendwie big packe, aber. Ja, es hat gerade so gereicht. So, dann drauf mit Südstrahl. Und dann geht man auf jeden Fall schon mal mit Schaden rein. Deswegen habe ich auch nur abgedacht, mit Donner am Anfang reingepackt. Und jetzt Medizin rein, okay. Natürlich dann auch. Ja, komm los. Ja, ich weiß nicht was. So, komm los rein. Wird der. Ja, kann doch noch was bringen. Scheiße, ich dachte mir, ich kann es ohne Grund immer wirklich schlagen stecken. Aber ich denke mal. Vielleicht geht dieses durch, aber jetzt hier geht baden. Steht eigentlich kalt im Regen. So, Marek ist besiegt. Ich will zwar nicht warm, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Du bist das. Nun mal. So. Ich muss mal wieder hier rein. So. Paraheiler einsetzen. So, hier unten ist noch eine junge Dame, die möchte bestimmt noch mal kämpfen gegen uns. Halt. Kann ich laufen? Ist gut, aber nicht übertreiben. Warum wollen die eigentlich kämpfen? So, dann haben wir hier ein Eisalter da oben. Laden. So, au, die 1034 Schockwelle. Nicht das, was wir schon hätten. Aber nee, so nicht. Wir hatten sie nämlich im Untergrund gefunden. Leider.